In der heutigen Folge bei Fishing Team Highlight. Ich freue mich heute ein neues Format vorstellen zu können. Und zwar wollen wir heute unsere erste richtige Angelkonferenz starten. Ich bin richtig happy über dieses neue Format, weil Flo und ich hat da wahrscheinlich schon gesagt, wir schaffen es momentan nicht zu zweit ans Wasser zu gehen. Kommt's ab, Ende. Wir sollen so eine Bisse verwerten. Der erste Aal. Eben schon einen verloren. Nummer 3, weiter geht's. Yes, yes, yes. Hier kommt die Einheit, man kennt sie meinbei. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen FDH-Folge. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute ein neues Format vorstellen zu können, und zwar die Angelkonferenz. Ja, was bedeutet das konkret? Ihr habt sicherlich schon bemerkt, Dominik und ich schaffen es im Moment leider sehr, sehr selten gemeinsam ans Wasser. Und ja, damit wir trotzdem beide zu sehen sind und vielleicht auch noch größere Chancen haben durch unterschiedliche Gewässer, haben wir uns dieses Format einfallen lassen. Wir wollen heute mit einer Aalkonferenz starten. Ich werde es hier an der Leine bei uns im Aalalleinetal probieren. Und Dominik ist am Mittellandkanal in Hannover unterwegs, wo es ja schon sehr gut geklappt hat, wie man in dem letzten Aalvideo gesehen hat. Und das Ganze wollen wir jetzt halt ja, so ein bisschen hin und her zwitschen und uns gegenseitig auf dem Laufenden halten und natürlich auch euch in Form einer Konferenz. Ja, wir hoffen, euch gefällt das neue Format. Für uns ist es auch was Neues, also wenn wir noch was besser machen können, gerne Tipps geben, wir freuen uns. Und ja, ich bin jetzt gerade am Wasser angekommen, Dominik ist schon 2 Stunden da und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was in den ersten 2 Stunden bei ihm in Hannover passiert ist und geben ab nach Hannover. Ja, ein herzliches Moin Moin auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin richtig happy über dieses neue Format, weil Flo und ich hat da wahrscheinlich schon gesagt, wir schaffen es momentan nicht zu zweit ans Wasser zu gehen. Unser Kanal besteht nun mal aus uns beiden und wir wollen natürlich auch für euch, dass wir immer zu zweit fischen. Macht uns natürlich auch mehr Spaß, auch kameratechnisch immer schwer alleine und sich selbst zu filmen. Ich mache es ja ganz gerne und oft, wie ihr immer seht, mit der GoPro. Aber ein absolut geiles Format, wie ich finde, da kann die Bundesliga doch einpacken. Kleiner Spaß am Rande. Ja, ich bin schon 2 Stunden näher am Wasser gewesen heute. Und da ist schon ordentlich was passiert. Ich bin noch gar nicht richtig zur Ruhe gekommen, kriege auch schon Kopfschmerzen, weil ich gar nicht zum Trinken komme. Wird erstmal gleich nachgeholt, erstmal einen schönen halben Liter Wasser wegexen. Und ja, alle 3 Routen sind jetzt scharf. Ich zeige euch mal kurz, wo ich hier bin am Kanal. Und Routen sind auf dem Rodpot aufgebaut. Einzelne Ständer sind hier nicht erlaubt, die darf man nicht in den Boden reinstecken. Deswegen der Rodpot. Ja, durch den Wind habe ich jetzt statt Posenmontagen Spirulino-Montagen draußen. Und das hat auch schon wunderbar geklappt. Ich konnte schon einige Fische jetzt überlisten, aber das seht ihr jetzt selbst. So, meine Freunde, ich habe schon den ersten Biss. Die Köderfischrute ist vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten im Wasser. Die Pose ist jetzt hier vorne schnurstracks gerade untergetaucht. Mal gucken, ob sie gleich abwandert. Sieht mir sogar fast nach Aal aus. Jetzt ist sie wieder aufgetaucht, aber ihr seht, wie sie schräg links hier hochzieht. Seht ihr sie hier vorne? Ganz leicht, jetzt taucht sie wieder ab. Jetzt geht er wieder Richtung Mitte. Und jetzt können wir ihn nochmal eigentlich eingeben. Der Bügel ist zu, wenn sich die Schnur jetzt gleich von alleine spannt, dann gibt es den Anschlag. Ja, ich nehme leicht Kontakt auf. Jetzt ist sie da hinten wieder aufgetaucht, jetzt geht sie wieder runter. Also ich werde mal anschlagen. Ja, hängt auf jeden Fall was. Schöner Barsch. Ich hab's mir ja fast gedacht. Ja, und hier ist er, der kleine Scheißer. Ja, ich dachte echt, ein Aal ging schnurstracks gerade unter. Ist dann schön Richtung Mitte abgezogen. Trotzdem freue mich natürlich immer über einen 30er Barsch. Ich zeige ihn euch noch mal ein bisschen näher. Ja. Und dann kommt er auch wieder zurück. Wenn ihr das gesehen hättet, wie der abgedampft ist, das ist wieder ein Zander. Richtig schöner Biss, nimmt richtig schön Schnur. Wieder die Spirulino-Route. Oh, Adrenalin pur, jedes Mal, Leute. Zieht wieder richtig schön in der Mitte rein. So, und
warten wir noch mal, bis die Schnur sich spannt und dann kriegt er wieder einen. Eine recht kleine Grundel. Haken guckt am Kopf raus, von daher wird er den eh schon im Rachen haben. Ja, hängt auf jeden Fall was. Ein kleiner Zander. Ein kleiner Zander. So Leute, bei den Kleinen wirklich Abhackmatte, schön nass machen. So ein kleiner Zander, so abgespult, der kleine Frechdachs, ist auf dem einen Auge auch blind. Vielleicht seht ihr das ganz gut. Der wurde wahrscheinlich schon mal gehakt, kommt ganz schnell wieder zurück. Ja, richtig, richtig cool. Schöner 30er Barsch und ein kleiner Zetti, aber immerhin schon mal Fischkontakt, immerhin schon mal kein Schneider und ihr habt auch schon Fisch gesehen jetzt. Und ja, es kann ja nur besser werden. Ich meine, die heiße Phase beginnt jetzt noch. Und ein bisschen machen wir noch. Von daher, ich bin recht optimistisch, dass da noch was passiert. Ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit gehen wir wieder rüber an die Leine zu Florian. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zur Montage. Ihr habt es, glaube ich, schon zu oft gesehen von mir. Ich bin Freund von einfachem Angeln. Ich habe hier eine simple Schlaufmontage mit zwei Wirbeln gemacht. In die Schlaufe, wo der Wirbel drauf lang gleitet, hänge ich gleich mein Blei, mein Gewicht ein und vorne einfach ein ganz normaler Haken, also ein Aalhaken. Ich glaube, ein 6er ist es, der jetzt hier noch drauf ist, eingehängt, fertig ist die Laube. Mehr mache ich hier gar nicht. Es sind 30er Monophile, die ich hier fische und für alle völlig ausreichend. Ja, als Bissanzeiger ergänze ich dann nachher das Ganze noch mit der klassischen Aalglocke. Da kommt noch ein Knicklicht vorgeschaltet, dass ich auch sehe, wo es bimmelt nachher und ja, weil wir haben es echt viel Wind im Moment. Ihr könnt das Gott sei Dank nicht hören mit der Kamera, hoffe ich. Aber da ist dann die Bisserkennung manchmal doch nicht ganz so einfach, zumindest wenn man es nur akustisch hat. Ja, wir bauen auf, ich hänge den ersten Tauwurm ran und dann geht die Rute raus. So, jetzt habe ich eine Montage mal komplett fertig. Ihr seht, ich habe hier ein 75 Gramm Blei. Das brauchen wir hier auch bei der starken Strömung der Leine. Einen halben Tauwurm habe ich hier aufgefädelt, so dass sich die Enden noch bewegen. Ich finde das immer gut, wenn er sich noch ein bisschen bewegt. Da haue ich jetzt gleich schon meinen Lockduft mit ran. Und vorne, wie angekündigt, die klassische Aalglocke mit dem Knicklicht drin. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber ich bereite das immer schon vor. Ja, und das Ganze geht jetzt so raus. Ja, die Ruten sind alle scharf. Ich habe meine Tauwürmer drin. Und ja, die ersten Bisse hatte ich auch schon. Ich nehme aber an, das wird noch Friedfisch oder werden Friedfische gewesen sein. Vielleicht auch Grundeln, die haben wir hier leider auch. Zwar noch nicht so viele wie Dominik im Mittellandkanal, aber auch hier ist die Grundel schon vertreten. Ja, wir sind gespannt auf den ersten Fisch hier im Allerleinetal. Dominik hat ja schon gut vorgelegt und wollen wir natürlich hoffen, dass hier auch noch was geht heute. Ja, ihr seht, es wird langsam dunkel. Wir hatten eben hier die ersten schönen Bisse. Kein Wurm mehr drauf da nach dem Reinholen. Leider saß der Anhieb nicht. Kann nur besser werden, aber ich denke, heute Abend, heute Nacht wird uns die Leine nicht enttäuschen. Ich bin gespannt. Ja, die Stelle hier befische ich das erste Mal auf Aal. Ich hatte so ein bisschen Sorge, da wir in den letzten Wochen recht viel Hochwasser hatten, was jetzt im Moment zwar nicht mehr der Fall ist, weil wir wieder Trockenzeit haben, aber durch das Mähen der Bauern ist natürlich viel Gras im Wasser und das treibt mir immer in die Schnüre rein und ja, das macht das Ganze so ein bisschen problematisch. Im Moment geht es einigermaßen. Ich hoffe, dass das heute Nacht auch der Fall ist. Ja, warten wir mal ab. Ja, jetzt aber auch ganz schnell wieder zum Kanal, zu Dominik, denn der hatte gerade einen richtig dollen Biss. So Leute, ich habe wieder Biss. Köderfisch sprüht wieder richtig ab. Seht ihr wieder, wie da die Schnur runterläuft hier, ne? Alter Schwede, die habe ich gerade ausgeworfen. Zur Sekunde ausgeworfen. Der muss den beim Taumeln gleich gepackt haben. Oh, Adrenalin pur, Leute. Adrenalin pur. Wandert immer noch. Ist wieder ein Zander. Zieht wieder in die Mitte rein. Das sind immer dieselben Fluchten. So, jetzt bleibt er kurz stehen. Nehme ich mal Kontakt auf. Oh, ins Leere gehauen. So ein Mist. Ach, ärgerlich, Leute. So ein Ärger, Leute. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Also, dass man mal einen Biss versemmelt, das ist ja völlig normal. Also das Kuriose war ja, ich habe die gerade ausgeworfen, habe die auf den Rodpot aufgelegt, sehe schon, wie die Spitze sich umdreht und sich durchbiegt. Also richtig cooler Biss. Ja, ist auch richtig schön abgezogen, ihr habt es gesehen. Und der muss irgendwo unter Grund mit der Schnur lang geschwommen sein.
Weil ich habe angehauen, dachte, ich habe ins Leere gehauen, aber meine ganze Montage ist weg und ich binde meine Knoten wirklich gut. Ich habe eine stabile Schnur. Super ärgerlich. Also auch nicht nur, weil ich den Fisch nicht gefangen habe, sondern weil der wahrscheinlich jetzt mit dem Köder im Maul und mit einer Pose hier rumschwimmt. Also sowas hasse ich ja wirklich wie die Pest. Super ärgerlich. Ja, beißen tut es gut, aber das zieht mich wieder schon komplett runter, muss ich sagen. Also man kann wirklich noch nicht mal eine Sekunde hier weggucken, noch nicht mal geschweige denn pinkeln gehen. Völliger Wahnsinn. Also hier mit Köderfischangeln, hier ist echt was los. Naja, gucken wir mal, was die Nacht noch so bringt. So, ich nehme mal Kontakt auf. Ja, ist auf jeden Fall Fisch. Ja, oh, da hängt was. Kleiner Zander. Schnell auf die Abhackmatte. Ja Leute, hier seht ihr Zander Nummer 2 für heute Abend. Ich möchte den jetzt nicht präsentieren in der Größe. Kommt natürlich schnell wieder zurück. Aber die pfeifen hier auch ab am Kanal. Ich habe mich wirklich erschrocken, wie die in die Spule gehen. Ein Fisch, kleiner Mann. Ja, sauber. Petri, Mama. Petri, Dank. So Leute, erneut Biss. Pose ist komplett unter Wasser. Sieht man auch richtig schön. Ihr seht es nicht. Dort in dem Bereich hier ist er unter Wasser und wandert auch seitlich schön weg. Oh ja, jetzt wandert er schneller. Das ist definitiv Fisch. Ja, das läuft hier heute aber auch wie am Schnürchen. Ja, eben musste ich entschuldigen, den Zander, den ich gefangen habe, den konnte ich euch nicht so schön präsentieren, weil wir gerade auf Instagram live waren. Also während der Live-Story auf Instagram, oh jetzt zieht er aber weg, ist der Zander eingestiegen und unter der ganzen Hektik hat man alles vergessen. Ist das ein schöner Biss. Oh, jetzt nimmt er Schnur. Jetzt nimmt er Schnur, oh ja. Dann würde ich sagen, warten wir auch gar nicht so lange. Da habe ich eine ganz kleine Grundel dran. Den kriegt er nämlich jetzt ein. Kontakt aufnehmen. Oh ja. Das ist was Besseres. Ja, der erste Aal, Leute. Der erste Aal. Eben schon einen verloren. Jawohl. Herrlich. So Leute, und es geht hier schon wieder weiter, Schlag auf Schlag. Die nächste Pose auch schon wieder untergegangen. Ich habe den Aal gerade mal so verarztet. Vielleicht seht ihr sie da ganz gut rumtanzen. Ist auf jeden Fall ein vorsichtiger Biss. Also ich glaube nicht, dass das ein Zander ist. Der wäre jetzt schon abgezogen. Ist wahrscheinlich wieder ein Aal. Bleibt unter der Oberfläche stehen und tanzt rum. Jetzt zieht er weg. Oh, ist das herrlich, Leute. Was ist hier heute los? Ich fasse es nicht. Was ist hier heute los? Kriegt auch gleich ein. Und da hängt was. Das ist ein Aal. Das ist ein guter Aal. Das ist ein guter Aal, Leute. Wieder auf Köderfisch. Ein Doppelaal. Doppelter Zuschlag. Ich glaub's nicht. Leute. Ja Leute, ich fasse es nicht. Also ein Doppeldrill, zwei richtig schöne Aale gleichzeitig. Hier mit auch locker 70 cm. Sehr agil die Aale. Auf Köderfisch. Und hier auch der zweite. Na, der eine will mir auch gleich weg. Schön hier geblieben. Hier der zweite, etwas kleiner. Na, komm her. Etwas kleinerer Aal, aber ja. Zwei richtig schöne Aale gleichzeitig hier gefangen. Hier sind sie nochmal in voller Pracht. Die werden natürlich schnell versorgt.
Ja, haben auch beide im Mittelwasser gebissen. Also die ganzen letzten Aale habe ich auch immer im Mittelwasser gefangen, im Freiwasser. Die Aale kommen hoch und snacken sich die Grundel weg. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe jetzt viele Angler, mit vielen Anglern gesprochen. Die haben natürlich gefragt, wie ich meine Aale hier fange. Denen habe ich das so erzählt und ja, mir hat es kaum einer geglaubt. Aber ich habe die alle im Mittelwasser gefangen, auch die Zander. Ja, wir hatten gerade einen schönen Biss, der mir wirklich nach Aal aussah. Oder auch nicht. Mich verarschen oder was? Alter. Ich kotze ab hier, ehrlich. Wer soll denn so eine Bisse verwerten? Oh, fast abgekaut hier. Guck dir das an. Ja. Verflucht. Egal. Wir machen weiter. Das hilft nichts. Wolltest du was sagen? Nee. Ja Leute, am Mittellandkanal läuft es wie geschmiert, hier an der Leine eher nicht so. Wir haben vorsichtige Bisse gehabt, die Würmer waren wieder runtergezogen, aber die Aale wollen heute nicht hängen bleiben, wenn es Aale sind. Also ist auch mal schwer zu sagen. Ja, wir bleiben dran. Ich weiß auch nicht, was ich hier anders machen kann und der besagte Fall mit Dreck in der Schnur ist auch eingetreten. Fast jedes Mal kontrollieren habe ich gefühlt einen halben Zentner Gemüse mit dran. Alles nicht so optimal, aber wir bleiben jetzt heute hier und ziehen durch und hoffen noch auf den einen Lucky Punch, dass hier vielleicht auch noch ein Aal rauskommt. Aber Gott sei Dank läuft es am Mittellandkanal besser und ihr habt schon ordentlich Fisch gesehen. Ja, wir machen weiter. Der Mond ist eine schöne Sichel heute, also das geht auch vom Licht her. Daran liegt es auf jeden Fall nicht. Wir gehen wieder ab nach Hannover und hoffen, dass da vielleicht noch ein oder zwei weitere schöne Aale rauskommen. So, erneuter Biss, Leute. Köderfischrute ist wieder richtig schön weg und wandert ab. Wird das wieder ein Aal sein oder noch ein später Zander zu später Stunde? Auf jeden Fall nimmt er Schnur. Puh, ich komme hier nicht mehr vom Adrenalin runter, das ist unglaublich. Also ich sehe die Pose, die zieht richtig in die Mitte weg. Macht einfach Spaß, dieses Köderfischangeln. Ja, jetzt ist er schon hinten, ganz hinten an der Steinpackung. Eigentlich untypisch für einen Aal. Aber einen Zander jetzt noch. Die Pose zieht jetzt hier richtig schön parallel von der Steinpackung oder zum Ufer rechts hoch den Kanal und bleibt die ganze Zeit schön unter Wasser. Und die Frage, die man sich immer stellt, wann haut man an? Ich denke, ich werde jetzt auch anhauen. Alter Falter, was ist das denn für ein Aal? Unglaublich. Jetzt hänge ich auch noch an so einem Busch fest. Ich fasse es nicht. Schöner Aal, Leute. Jawohl. Ich fasse es nicht, schon wieder so eine schöne Schlange. Herrlich. Ja, Leute, unglaubliche Nacht. Aal Nummer 3. Wieder so ein schöner 70er Räuber. Hat sich wieder eine schöne Grundel schmecken lassen. Herrlich. Also, den Fisch muss ich jetzt mal schnell versorgen. Ist noch sehr bändig. Oh, sehr agil. Schöner Aal, Leute. Also das macht heute richtig, richtig Spaß. Ja Leute, ich fasse es nicht. Also wir haben es jetzt 0 Uhr. Erst die beiden richtig geilen Aale, die gleichzeitig gebissen haben auf Köderfisch. Ich fange wirklich selten Aale auf Köderfisch. Und momentan läuft es hier wie geschnitten Brot. Doppeldrill, aber auch richtig schöne Aale. Und dann eben nochmal zum Schluss den besten Aal für heute. 75 cm, richtig schöner Breitkopfaal. Drei Aale, zwei Zander und ein Barsch. Zander noch abgerissen. Ein Aal noch verloren, den habe ich euch gar nicht gezeigt, einen kleinen aber. Also was hier heute los ist und wie gesagt, die gute Aalzeit beginnt jetzt eigentlich erst ab 0 Uhr. Aber ich muss morgen auch arbeiten und ich will Florian auch nicht zu sehr nass machen. Oh, hier unten kriege ich Besuch. Vielleicht hört er die Ratte auch. Die Kanalratte. Und drückt auf jeden Fall
beide Daumen ganz fest, dass Florian auch noch seinen Fisch fängt, dann ist er nicht ganz so deprimiert und dann wäre das Video auch richtig rund, aber ich denke, ihr konntet schon gut Fisch sehen. Ja, in dem Sinne, ich verabschiede mich, ich bin raus, macht's gut, Leute. Ja, endlich hat es auch hier geklappt mit dem ersten Aal, natürlich noch ein kleiner Schnürsenkel. Was mag der haben? 40, 45, vielleicht knapp 50. Muss ich gleich mal messen, ob der schon Maß hat. Ja, also es waren definitiv Bisse, was wir gesehen haben. Eben hat es wieder an allen Routen gleichzeitig geklingelt. Ich versorge den Kleinen schnell und macht auf jeden Fall Mut, dass vielleicht noch einer kommt. Wir machen weiter. Ja, Dome, dickes Petri, drei dicke Aale, da können wir hier wirklich heute nur von träumen. Wir haben Bisse, Überbisse, aber so extrem vorsichtig, das bin ich hier überhaupt nicht gewohnt. Der klingelt schon wieder. Ja, die Würmer sind immer halb runter. Ich habe jetzt alle Arten des Aufziehens durch, also auch daran liegt es nicht. Die machen heute mit uns, was sie wollen. Ein Aal ist hängen geblieben, ihr habt es gesehen. Ja, wir bleiben am Ball. Dominik, schon mal gute Nacht. Du musst ja morgen wieder zur Arbeit. Ich habe ja noch das Glück, ich habe Urlaub. Und hier klingelt schon wieder an mehreren Routen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Der hängt. Der hängt. Schöner Aal. Ich fasse es nicht. Na, schöner Aal ist übertrieben, aber der erste vernünftige Aal mit Livebiss. Ich hoffe, ihr könnt sehen, meine Kopflampe. Da ist er. Der hat schon seine 60, ich freue mich. Der erste vernünftige Aal in diesem Jahr. Sie ärgern uns heute, den haben wir uns verdient. Ich versorge ihn schnell, wir machen weiter. Ich freue mich. Auch an alleine gibt es noch Aale. Petri. Petri, danke. Jawohl. Jawohl. Und der nächste. Ja, sehr schön. Auch eine schöne Schlange. Ja, Aal Nummer 3. Ihr habt es gerade gesehen. Jetzt nochmal mit Kopflampe aus. Toller Fisch. Auch in der Leine gibt es sie noch. 60er Aal, schätze ich, ungefähr. Ich freue mich riesig. Wir machen schnell weiter. Sie sind im Beißlaune im Moment. Ich komme kaum zum Versorgen und wieder reinschmeißen. Da klingelt schon wieder. Und ich will die heiße Zeit jetzt mitnehmen. Vielleicht geht noch einer. Nummer 3. Weiter geht's. Yes, yes, yes. Ja. Aal Nummer 4, das ist mir fast peinlich. Guckt euch diesen Süßen an. Da seht ihr mal, dass die Besatzmaßnahmen doch auch Früchte tragen und der Nachwuchs auch gesichert ist. Der kommt natürlich schnell zurück. Oh. Ihr seht den Aal, ich völlig außer Puste. Ich habe gedacht, was hängt jetzt dran? Hängt der Waller dran? Der hat einen Biss eben an der Rute geliefert. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So schnell konnte man die Kamera nicht anmachen. Ja, Wahnsinn. Wird schnell released, der Kleine. Nummer 5. Ja, wir haben es jetzt 2 Uhr. Wir machen Feierabend. Ich werde jetzt die Sachen zusammenpacken. Was für ein geiler Abend. Es sah lange nicht danach aus, dass wir überhaupt hier Fisch sehen an der Leine. Die 2 Stunden, die Dominik vorher da war, heute am Kanal, die haben wir jetzt hinten rangehängt. Und das war auch alles goldrichtig, dass wir das gemacht haben und noch da geblieben sind. 5 Aale sind es hier noch geworden an der Leine. Ich bin sehr zufrieden. Das ist auch nicht gang und gäbe, dass man 5 Aale fängt. Klar, es waren nicht die größten. Dennoch ist es kein Selbstläufer hier, dass man 5 Aale fängt. Von daher ein erfolgreicher Abend. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das neue Format hat euch gefallen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was wir vielleicht noch besser machen können oder was ihr euch noch dazu wünscht. Und ja, ihr kennt es, Abo dalassen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Hier kommt die Einheit, man kennt sie Bein bei, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht.